Schön mit dem Fahrrad rein. So. Der Superball war hier links irgendwo. Unten in der Kantine. Hier rechts. In der ersten Mülltonne, meine ich. Ja. So, haben wir den. Und dann gehe ich jetzt erstmal nach rechts, also ganz nach rechts, weil da waren ja nur ein paar Türen noch. Und bei dem anderen habe ich halt noch zwei Stockwerke vor mir. Oder? Waren das zwei? Ich weiß nicht. Ach, das geht nach unten. Ah. Hier waren wir schon, ne? Ne, hier waren wir noch gar nicht. Mein Macholl ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Da habe ich eben gerade noch von gesprochen. Macholl! Macholl. Ist das hier? Jule findet Top-Trank. Mann, ich krieg hier nur so Item-Kacke. Okay. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Matrose. Ein Muschas. Oh, Level 21. Wie ist eigentlich Feuer gegen Wasser? Trocknet das aus? Nein. Ah, Dave. Ah, oh, Leute. Ich will gleich mal Slam ausprobieren, wie das ist vom Pikachu. Ob sich das gelohnt hat. So. Slam. Ja. Dennis, ey. Dennis ist nicht mehr verwirrt. Ja, und du tust dich. Nee, du tust dich nicht selbst treffen. Wunderschön. So erreicht Level 20. Sind die so ziemlich alle auf einem Niveau? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja! Oh, Entschuldigung. Was für ein Kampf. So, du willst bestimmt auch kämpfen. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Ja, den wirst du auch verlieren. Den Ruf. Und den Bär. Und den See. Drei Stück. Ein Seepär. Level 17. Gegen meinen Glutexo. Ich mach mal Kratzer. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht so gut, was jetzt passiert. Ja, das geht eigentlich. Ui, das war ein Volltreffer. Los! Besieg es! So, jetzt ist es aber kaputt. Muschas! Ja, bitte. Den Dennis nehmen wir ja. Donnerschock ist hier, glaube ich, ganz gut. Ja. Da hätte ich auch einen Ruckzuck-Hieb machen können. Ach Mann, ey, ich verpeil das immer. Tentacha. Ja, bleiben wir bei Dennis.
Oh. Oh. Ich glaube, manche Pokémon sind dafür anfällig und manche nicht irgendwie. Kiel unter. Das war's für mich. Ja. So, nächstes Türchen. Ich möchte das Item. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Ich bin nicht aufgedreht. Aber es ist auch unverschämt, dass ich einfach hier in jedermanns Kabinchen reinlaufe. Ein Seepär. Eigentlich müsste Dave mal nach oben. Aber ich nehme wieder Dennis. Weil den hätte ich gern mal irgendwie als Levelstärksten im Team. Weil es halt Dennis ist und weil es Pikachu ist und so. Okay, erstes Pokémon hinüber. Noch ein Seepär. Nö. Level 17. Los, Donnerschock. Brutzel. Blubber ist eine nervige Attacke. Sondern du hast bestimmt noch einen Seepär. Oder ein Tentacher. Dennis erreicht Level 21. Noch ein Seepär. Nein. Level 17, war ja klar. Nicht sterben. Nicht. Dankeschön. Yes. Sehr gut. So, ich werde jetzt direkt erstmal den Dave nach oben verschieben. Oh nein, verloren. Ne, erstmal das Item hier aufsammeln. Ein Äther. Das ist schön. Item. Ach Quatsch. Pokémon. Glutexo. Taub. Mit Dave. So. Weil Dave ist noch Level 18, habe ich gerade gesehen. Und die anderen sind schon alle Level 20 oder so. Was ist mit dir? Ach, auch Seeleute besitzen Pokémon. Ach Mann. Ich habe gedacht, weil er sich zur rechten Seite gedreht hat, als wir reingekommen sind, glaube ich sogar, dass das kein Kämpfer ist. So. Und ich tausche direkt gegen den Dennis. Und ich hoffe, dass der jetzt irgendwas macht, was daneben geht. Dankeschön. Donishwalk. Ich glaube, Dennis ist eigentlich so das Beste, was ich dagegen habe. Ja. Ja, Dennis ist tot. Schön. Meine Oma kommt. Nimm mal Lars. Komm. Ein Stern, du. Mag ich nicht. Habe ich vielleicht schon mal gesagt. Achso, die Sternlos-Attacke ging nämlich. Ich dachte, das ist von Lars. Ja, dann ist mir egal. Aquaknarre. Na. Okay. Da waren das jetzt alle. Lars erreicht Level 22. Yes. Das war eine reife Leistung. TM44. Was ist das?
Erholung. Also das andere war Geduld. Das kann eigentlich auch weg. Hier waren wir schon. Genau. Okay, dann haben wir hier den Strang schon fertig. Das ist sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass in dem anderen Strang nicht mehr allzu viele Kampfleute drin sind. So. Ja, So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt schon überall waren. Hier waren wir. Ah, okay, hier sind wir stehen geblieben. Im Wettstreit mit der Jugend bleib ich jung. Gentleman möchte kämpfen. Ein Voltoball, mal was ganz anderes. Level 22, oh. Smetbo ist noch da. Ich möchte gerne den Voltoball einschläfern. Geht das? Yes! Nice! Und dann Konfusion. Geht das? Nicht ganz so geil, aber nun. Schläft immer noch. Sehr schön. Und schläft immer noch. Geil. Top Sache. Dave erreicht Level 19. Sehr schön. Smetbereich Level 23. Wirbelwind. Okay, weil ich weiß nicht, was Wirbelwind jetzt bringt. Weil ich habe das noch nie in Action gesehen. Nö. Was kommt? Noch ein Magnetilo. Schlafbude. Das hat keine Wirkung. Ach Gott. Was macht Tackle? Ich wechsle ins Pokémon. Und zwar gegen Alex. Oder? Nee, ich glaube gegen Gas. Kann ich ja nochmal probieren, was es jetzt mit Wirbelwind auf sich hat. Ich raff's nicht. Kann auch nichts mit einer anderen Flugattacke irgendwie zu tun haben, weil das war so klar, weil Smetbo hat ja sowas nicht. Alex, ach man, da muss ich jetzt gleich schon wieder raus, aber da kann ich wenigstens die TM schon mal ablegen. Top-Älter. So, ich versuche mal jetzt noch. Ich habe ja noch den Alex. Mal hier. Dich haben wir schon, ne? Ich bin schon den Zerschneider, bla. Du wolltest kämpfen. Ich habe schon Leute auf Pokémon über... Ja, bla. Nee, die wollten noch nicht kämpfen.